Bevor wir das Schloss betreten werden, müssen wir noch einen Level bestreiten, und zwar das 5. Level der 13. Welt. Alles Gleichchen. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Das Schloss ist gerade gesprungen. Erhalte 2 Versuche am Ziel. Alles Gleichchen. Ich glaube, das Schloss freut sich über uns. Werden wir da auch fehlen? Wie oft denn? Naja, was soll's. Erstmal sollten wir uns auf dieses Level konzentrieren. Okay, New Super Mario Bros. U. Alles Gleichchen. Ja, der Grafikstil ist schon geil. Ich weiß, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es ziemlich pixelig ist auf dem 3DS-System. Warum hat man sich dann nicht für New Super Mario Bros. 2, für den 3DS, entschieden? Ja, gute Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Super Mario Maker 3DS einfach nur die kleinere Form von Super Mario Maker ist. Wisst ihr, was ich meine? Genauso wie die Mario-Spiele für den Game Boy damals. Neben dem Super Nintendo. Aber okay. Ey, 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 pass auf, wo springst du hin? Oh, hier sind richtig viele Münzen, aber das war ja nicht die Aufgabe. Wir sollen das Ziel erreichen und am Ziel sollen wir 2 Leben bekommen. Ich glaube, sowas hatten wir ja schon mal machen müssen. Uiuiui, das war richtig knapp. Ne, am Ziel müssten dann wieder Gegner sein und wir müssen dann halt die Stange berühren. Und dann werden die Gegner zu One-Ups. Oh, no. No. So, nice. Nein. Oh, geil. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall den Powerblock benutzen. Ich frage mich gerade, ob wir den Powerblock noch brauchen werden. Daher nehme ich ihn erstmal zur Sicherheit mit. Oh yeah. Was haben wir hier? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein Power-Up ist. Ja. Sah so komisch aus. So. Was machen wir jetzt? Okay, der Wegweiser zeigt nach rechts. Keep going, keep going. Oh, hier sind Koopas. Oh yeah. Okay. Checken wir mal dieses Rohr ab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich den Powerblock jetzt die ganze Zeit mitnehme. Aber vielleicht brauchen wir ihn ja noch. Oh, diese Melodie. Dibi, 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 babarabadab. Dibi, 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 nein. Warte mal. Brauchen wir deswegen vielleicht doch den Powerblock? Vielleicht war das ja nicht verkehrt, dass ich den Powerblock gleich mitgenommen habe. Ach ja, ich kann mich an ein Level erinnern, da habe ich den Powerblock benutzt und die Münzen sind eiskalt runtergefallen, was zwar nicht so schlimm ist, aber sobald die Münzen nach unten fallen, Leute, verschwinden sie nach einer kurzen Zeit. Das ist das Problem. Oh, hier oben sind also Münzen auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die zweite Aufgabe daraus bestehen wird, dass wir alle Münzen oder mindestens eine bestimmte Anzahl von Münzen einsammeln sollen. Ich bräuchte einen Powerblock. Nice. Kann man da rein in dieses Rohr? Aber ich weiß nicht, dieses Level ist ja schon ziemlich lang, ne? Ups. Ne, es ist auch ziemlich kreativ gestaltet, bin ich der Meinung. Da sind Münzen, da ist Cooper. Warum ist Cooper da eigentlich? Na egal. Ah, da ist schon das Ziel. Und hier sind, wie viele Koopas? 1, 2, 3, 4. Warte mal, wenn ich jetzt das Ziel erreiche, werden diese 4 Koopas zu One-Ups? Gibt es hier noch eine andere Möglichkeit, einen One-Up zu bekommen? Stimmt, wenn ich die Spitze des Fahnenmastes erreiche. Genau. Oh, das war aber nur ein One-Up. Das war aber jetzt nur ein One-Up, den wir bekommen haben. Wir sollen jetzt 2... Ah, oh, Neustart. Na toll. Warte mal, also den einen One-Up haben wir bekommen. Für die 4 Koopas haben wir keinen One-Up bekommen. Wie würde die Sache aussehen, wenn wir 5 Koopas am Start haben würden? Gute Frage. Wobei, da war ja auch ein Koopa. Müssen wir den Koopa vielleicht mitnehmen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein versteckter Block ist. Auch wenn da ein versteckter One-Up-Block ist, bringt uns dieser One-Up nichts. Weil wir müssen ja
zwei One-Ups bekommen, während wir das Ziel erreichen. So habe ich jetzt die Aufgabe verstanden. Erhalte zwei Versuche am Ziel. Warte mal, bedeutet das, dass wir jetzt nicht notwendig, beziehungsweise nicht unbedingt, nicht unbedingt die Röhren benutzen müssen? Können wir einfach hier so durchprinten? Ich glaube, ja. Warte mal, da unten war doch ein Koopa, ne? Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, wie wir diese Koopas hier mitnehmen sollten. Eins, zwei, drei. Erstmal Platz machen. Wow. Ich hoffe, dass das klappen wird, weil ich weiß ansonsten nicht mehr weiter. Nö, tatsächlich. Jetzt haben wir fünf Koopas. Ja! Ja! Okay, das war richtig. Nee, ich meine 1000, 2000, 4000, 8000, dann kommt ja ein One-Up. Und eben hat uns tatsächlich ein Koopa gefehlt. Ja, super. Na, komm schon, sammle alle 200 Münzen ein und erreiche das Ziel. Oh, krass. Ja, da bin ich mal mega gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde. Komm schon, hoffentlich kriege ich es hin, dass ich in diesem Part... Naja, ich wünsche mir, dass das Video nicht länger als 25 Minuten bzw. nicht länger als 30 Minuten wird. Ja, ich muss mich mal darauf konzentrieren, dass ich auch ein paar Videos zu diesem Let's Play etwas kürzer aufnehme, damit die Parts nicht immer zu lang werden. So. Jetzt müssen wir gut suchen, ne? Gibt es hier irgendwo Münzen? Ach ja, der Hintergrund sieht so geil aus. Die Melodie ist sowas von mega chillig. Hey, Kugelwilli. Kugelwilli, komm her. Warum bist du denn so rot? Entspann dich, Kollege. Ich kann dir einen Döner oder eine Pizza oder Spaghetti. Oder Pudding. Mit den Münzen. Ah, okay, wir wissen ja jetzt Bescheid, wie wir dahin kommen müssen. Ey, oh yeah. Kann man da rein? Tatsächlich, da kann man rein. Oh, Gomba. Ich würde mal sagen, dass wir diesen Powerblock jetzt, Power-Up nicht jetzt benutzen. Ach komm schon, der verschwindet ja irgendwann. Toll, ey. Naja. Auch wenn wir ihn jetzt benutzt hätten, hätte uns das jetzt nichts gebracht, aber was soll's. Kreissägen, nein. Und das war's. Ja, ich habe gefehlt. Ja, ich habe gefehlt. Och nö, jetzt bin ich in der kleinen Form. Wie soll ich das denn hinkriegen, bitteschön? Ich glaube, in der kleinen Form sollte ich nicht sein, oder? Propellerpilz? Propellerpilz! Hey, 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 hey! Hey, hey! Oh, ich dachte schon. So, wie viele Münzen haben wir denn? 71, das ist ja richtig lasch. Das ist ja richtig lasch. Das ist so lasch, das ist richtig lasch. Okay, wir haben genug Zeit. Ja, ja, haben wir. Oh, und dieses Geräusch mal daneben. War dabei. Oh. Schnell, schnell. Das meinte ich, Leute. Das ist so ätzend, ey. Das habe ich eben gerade voll vergessen. Warte mal. Genau, da oben waren ja wieder Münzen. Das bedeutet, wir müssen den Powerblock wieder mitnehmen. Ja, ich hoffe, wir kriegen das wieder hin und können in dieses Rohr rein, welches wir gerade gesehen haben. So. Eins, zwei, drei. Hilfe! Oh, sehr gut. Sehr gut! Da sind Münzen. Dibi, dibi, dibi. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. So, wie machen wir das jetzt am besten? Yeah, sehr gut. Schnell!
Schnell! Oh, das ist so dangerous. Die Münzen verschwinden so schnell, ey. Ey, ey. Was war hier nochmal? Ein One-Up, okay. Boah, so viele Münzen. Money. Wie viele Münzen haben wir jetzt? 147. Ja, irgendwie habe ich anscheinend irgendetwas übersehen. Hier? Ich glaube, das hat nichts gebracht, oder? Wenn wir hier reingehen. Oder waren hier auch Münzen? Nein. Da sind wir gekommen, glaube ich. Ja, stimmt, stimmt. Da waren wir ja schon. Da waren ja die Kreissägen. Nein! Nein! Verdammt, ich hab... Och, komm schon, ich hab nicht auf den Knopf gedrückt. Oh, das ist richtig schlecht gewesen. Ich hab nicht auf den Knopf gedrückt, keine Ahnung. Ich hab gerade verstandmäßig abgeschaltet. Und ich hab mir gedacht, ja, Mario wird doch sowieso richtig hochspringen, wenn ich auf Koopa springe. Nein, Kanscha, du bist so ein Noob, ey. Hast du wirklich die letzten Parts aufgenommen? Oder war das jemand anderes, der vielleicht dieselbe Stimme wie du hat und denselben, naja, Akzent? Naja, was heißt Akzent? Dieselbe Rede, dieselbe Art und Weise zu reden? Nee, das war ich! Oh, ja, sowas passiert. Man kann dennoch in den Sachen Fehler machen, die man schon so oft getan hat. Siehe Kanscha. Naja, was soll's. Den Kopf nicht in den Sand reinstecken. Muss hier vorankommen. Gut, dann würde ich mal sagen, dass ich diesmal etwas langsamer vorangehe. Wir haben jetzt in diesem Bereich alle Münzen eingesammelt. Nicht wahr, Leute? Nicht wahr? Nicht wahr? Ja, ne? Okay. Stimmt, wir checken das kurz ab. Genau. Diesmal habe ich auf den B-Knopf gedrückt. So, hier haben wir wieder Münzen. Okay, her mit diesen Münzen. Das wird jetzt gefährlich, aber wir müssen schnell machen. Hey! Oh, ich dachte schon, ey, das ist so riskant, Leute, das sage ich euch. So, kann man da eigentlich rein? Nö. Das Rohr brauchen wir jetzt, den Powerblock brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen hier rein. Oh, komm schon, ich will es diesmal schaffen. Ja, das Power-Up verschwindet. Da kommt eine Piranha-Pflanze. Aufpassen, da ist auch eine weitere Piranha-Pflanze und da sind auch gleich die Kreissägen. Dibi, dibi, dibi. Dibi, dibi, dibi. Dibi, dibi, dibi. Baradadab, dab, dab. Yeah! Naja, war das eigentlich notwendig, hier vorbeizuschauen? Hier waren ja keine Münzen. Oh, sad is that. Ah, da müssen wir aber wieder vorbeischauen. Okay. Sind hier oben Münzen? No! No money! Ach, die Mampfer sind wieder back. Gib mir den Powerblock. Gib mir den Powerblock. Weg mit euch! Voller Gas. Okay. So, springen und hoch mit uns. Und noch einmal. Und noch einmal. Oh. Okay, gut. Nee, ne? Diesmal hat das nicht ausgereicht. Ich flipp gleich total aus. Das kann's doch nicht sein, ey. Wir haben alles so schön richtig gemacht und jetzt hapert es genau hier an dieser Stelle. How sad is that? Okay, Leute. Ich werde es jetzt noch einmal versuchen. Wenn ich wieder failen sollte, dann werde ich erstmal ja, die ersten 70 oder 80 Münzen so einsammeln. Und sobald ich diese Münzen habe, melde ich mich dann wieder bei euch. Weil wir haben ja die ersten 70 oder 100 Münzen sogar schon zusammengesammelt. Oh Mann, ey, diese Ecke ist so ätzend. Eben hat das doch so schön geklappt und jetzt, ne, keine Chance. Keine Chance gehabt. Ja, es ist gerade mal 10 Uhr morgens. Und es tut gut, am frühen Morgen zu failen. Es tut sowas von gut. Da wird man wach.
Was willst du denn? Ja, so kommst du mir an, hä? So wurdest du also programmiert, alles klar. Ey, naja, ich brauch den ja nicht. Aber dennoch nehmen wir das Power-Up mit. Warum nicht? So, die Münze nehmen wir wieder mit. Da unten war nichts, was uns interessiert. Wer braucht schon hier Kreissägen jetzt? Am besten sollte ich gleich nicht so lange die Wand berühren, ne? So. Yeah! Ja, am besten so schnell wie möglich handeln. Ah, wir brauchen wieder den Powerblock, stimmt. Wie das immer aussieht, ne? Als ob ich wirklich in die Schlucht reinspringen würde, aber nee. Nee, Leute. Eins, zwei, drei. Oh, das war wieder richtig knappi. So richtig schnie, schnapp, schnappi, knappi. Was? Unsinn. Bidi, 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 paparabarab. So, nochmal, komm schon. Oh, jede Münze mitnehmen. Oh, richtig knapp gewesen. Mampfa, weg da. Mit den Münzen. So, da oben links fallen ja wieder richtig viele Münzen. Da sind sie. Okay, gut. Ganz entspannt mitnehmen. Wie viele Münzen haben wir jetzt? 147, okay, gut. Bis hierhin sind wir ja schon gekommen, ne? 147 Münzen. Ach ja, ich habe an einer richtig blöden Stelle gefailt gehabt, stimmt. Ja, genau hier. Warte mal, von hier? Stimmt, ich mache den Fehler immer wieder. Genau, von hier sind wir aus dem anderen Rohr rausgekommen, als wir an den Kreissägen vorbeigelaufen sind. Ich konnte das gerade nicht aussprechen. Ich glaube, ich wollte was anderes sagen, aber dann habe ich überlegt, nein. Hey, warte mal, da ist ein weiterer Mampfer. Ey, ich dachte schon diesmal. Oh Mann, das ist so eklig. Oder warte mal, kann ich nicht auf diesen Cooper verzichten? Ich habe keine Lust, dass das an diesem Cooper scheitern tut. Oh Mann. So. 157. Wobei mit diesem Cooper hätte ich... Ach, die sind jetzt wieder da. Ja, diese Kiste lassen wir erstmal in Ruhe. Yo, alles klar. Ich brauche schon wieder den Powerblock. Ah, aber okay. So schwer wird das diesmal nicht sein. Nee, das ist eigentlich entspannter. Gut. Wir brauchen den Powerblock. Yeah, Mario Kopfball. Marios Kopfballkünste. Hey, soll ich das Video so nennen? Ich wollte schon aus dem Zimmer rauslaufen, weil ich gedacht habe, nee, ich bin jetzt nicht schon wieder am Fail, ne? Ich flipp aus. Boah, wir müssen jetzt richtig schnell machen. Oh, sehr gut. Ah, da sind weitere Münzen. Ja, gut, dass wir hier waren. Naja, was heißt... Okay, es ist gut und wir müssen auch hier gewesen sein. Okay. Ja. Wickler. Hier hoch. Money mitnehmen. 8 Münzen noch. Ja, wo sind die 8 Münzen? Nee, ne? Nee, ne? Ey, wo sind jetzt die 8 Münzen? Oh, da sind Münzen, okay. Aha. Was? Alter, das wird jetzt zu viel für mich. Wir haben 198 Münzen gesammelt und die beiden Münzen waren gerade auf der Stange und ich bin auf einmal hektisch geworden und hab das Ziel erreicht. Nee, ne? Ich habe eben gerade Angst gehabt, dass ich da in die Schlucht reinfallen werde. Und ey, ganz ehrlich, Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt
die 198 Münzen noch einmal alleine sammeln und genau von dort aus, wo ich den Fail hatte, naja, das war ja kein Fail, wobei auf die Aufgabe bezogen schon, ab der Stelle werde ich wieder weitermachen. Ey, das ist wirklich heavy. Bis gleich, Leute. Hallo Leute, schaut mal, ich habe wieder 198 Münzen. Mann, ich hoffe, ich krieg das jetzt hin. Ich hoffe, ja. Weg mit euch. Mann. Diesmal haben wir tatsächlich 200 Münzen in der Tasche. Das bedeutet, endlich können wir in das Schloss rein, welches uns kaum erwarten kann. Ja, yeah, alles klar. Okay, gut. Mann, das war ja mal ein netter Fail, war am frühen Morgen. Naja, was heißt am frühen Morgen? Für euch ist das jetzt Nachmittag schon? Ja, so. Naja, ich nehme das Video am frühen Morgen auf und lade es dann nachmittags hoch. Naja, was soll's. Besiege Maxi Bowser und erreiche das Ziel. Hört sich easy an, aber ist es auch easy? Das werden wir gleich sehen. Ja, wir müssen auf jeden Fall durch diese Tür. Achso, okay. Oh, okay. Och, diese Kugeln sind ja mal richtig böse. Eissehen gibt es hier auch. Boah, komm schon. Nee. So geht das nicht. Na, was soll's. Platz da. Mario kommt jetzt. Platz da. Gut. Sehr gut. Okay, gut. Lass mich beruhigen. Oh, eine Ranke. Kein Power-Up. Aber eine Ranke. Ey, hau ab, du Kreissäge. Boah, yeah. Checkpoint. Warum? Ach so, stimmt. Wenn man von hier aus wieder anfangen tut, kann man dann einen Power-Up bekommen. Ach, ich hätte mich einfach weiterhin docken sollen. Aber nein. Ich habe es ja total eilig. Ne? Uiuiui, das war knapp. Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Nein, das wäre auch viel zu nett. Wie soll ich Bowser besiegen? Ah, mit der Feuerblume. Na okay, dann geht das. Da-na-na-na. Oh, ich darf meine Feuerblume nicht verlieren. Oh, der Kerl ist so zäh. Ey. Oh, sehr gut. Ich habe ihn platt gemacht. Das ging aber richtig schnell. Ich habe nur geschossen. Ich wollte ihn so schnell wie möglich erledigt haben. Nice. Okay. Ja, wir sollten ja das Ziel erreichen und Bowser besiegen. Das haben wir auch getan. Besiege Maxi Bowser und erreiche das Ziel. Boah, wir haben gleich die zweite Medaille erhalten. Besiege Maxi Bowser und komme am Ziel mit mindestens 200 Sekunden Restzeit an. Ja, gut, dass ich von dieser Aufgabe nichts gewusst habe, weil... Hätte ich davon gewusst, hätte ich mir vielleicht Druck gemacht. Gut, weiter geht's. Das war's dann mit der 13. Welt. Sehr schön. Glückwunsch, neue Elemente freigeschaltet. Yoshi Ei oder Kanone. Wen werden wir jetzt zu sehen bekommen? Welche zwei Personen werden sich jetzt blicken lassen? Oh, da ist sie ja schon. Da ist ja eine von zwei. Gratulation zur soeben abgeschlossenen Welt. Sagen Sie mal, Herr Yamamura, Ihr Federkleid sieht heute noch viel gepflegter aus als sonst. Du hast das also bemerkt? Ja, ich verwende seit kurzem ein neues Shampoo. Herr Yamamura Shampoo. Ach, deshalb riechen Sie so gut. Sie riechen wirklich sehr gut. Von Taubenshampoo habe ich ja noch nie gehört. Das neueste Element ist die Kanone. Du kannst sie am Boden, an einem harten Block oder an vielen anderen Elementen platzieren. Eine Kanone kann in unterschiedliche Richtungen zeigen. Du kannst eine Kanone zum Beispiel an der Wand anbringen oder auch an einer Decke, so dass sie zur Seite bzw. nach unten zeigt. Hast du die Kanone platziert, kannst du sie berühren, um ihre Schussrichtung festzulegen. Go, 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 go. Kanonen eignen sich prima für Umgebungen wie Luftgaläre oder Festung. Mensch,
Wir sehen uns dann in der nächsten Welt. Nein, das war voll unnötig mit diesem Mensch. Ich dachte mir nur, die Tauben machen ja Kukkorgo. Was machen Menschen? Sprechen? Stimmt. Mein Fehler. Soll ich das rausschneiden? Kann ich das rausschneiden? Werde ich mich noch daran erinnern? Ach, was soll's. Das erste Level der 14. Welt, Leute. Sammle alle 70 Münzen ein und erreiche das Ziel. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich mit diesem Level anfangen sollte. Warte mal, wie lange habe ich für den ersten Bereich gebraucht gehabt? Ich habe ja einen Cut gemacht vorhin. Okay, was wollen die denn? Boah, was wollen die denn? Was wollen die denn? Ich brauche diese Münze da. Kann ich da einfach reinspringen? Och, schade, das wäre zu geil, ne? Da muss ich aber reinspringen, auf jeden Fall. Schnell, Mario. Okay. Schnell. Nach oben? Eine Ranke. Schnell nach oben. Oh, ein Stern. Warum nicht? Lass sie fallen, Mario, lass sie fallen. Gut, warte mal. 64 Münzen, da sind die letzten 6 Münzen. Ich hoffe, ich erwische sie, ja, okay. Was, die kommen mit? Achso, nee, ich dachte schon. Uhus. Da seid ihr weg, was? Da seid ihr weg. Das sind Blöcke, ne? Warum? Sammle alle 70 Münzen ein. Haben wir gemacht. Erreiche das Ziel, während du dank eines Supersterns unverwundbar bist. Oh, okay, dann muss ich schnell machen. Warte mal. Da waren ja eben Blöcke. Wenn ich es schaffe, in der größeren Form bis zum Ziel zu kommen, dann kann ich doch von dort aus die Blöcke zerstampfen, ne? Wir brauchen zwar die Münzen jetzt nicht mehr einzusammeln, aber irgendwie ist das jetzt zur Gewohnheit geworden. So schnell. Aber hier auf die Münze verzichte ich sowas von. Auf diese Münze verzichte ich sowas von. Wir warten, bis die Öffnung erscheint. Und dann jumpen wir rein und geben unser Bestes, uns nicht treffen zu lassen. Mal schön ducken. Raus aus diesem Käfig. Aus dem Buhu-Käfig. Rein da. Aufpassen. Nein. Oh, komm schon, toll, ey. Ja, ich weiß nicht, ob ich das in der kleinen Form schaffen kann, aber ich werde es ausprobieren. Oh, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Oh! Ich glaube, wir haben das noch hingekriegt. Das war richtig knapp, aber das sah so aus. Weil wir haben noch geleuchtet, als wir uns an die Stange festgemacht haben. Ja, toll. Alles Klärchen. Deutsch, hier speichern wir saftig ab und machen einen dicken Cut. Und im nächsten Part, der Hintergrund ist jetzt so schön rot. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit Let's Play Super Mario Maker für den 3DS. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Und wenn was ist, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und tschüssi, Leute.